Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, wieder aus den Niederlanden. Ja, die Maja und ich, wir haben uns heute Morgen auf den Weg gemacht, hier wieder nach Reivik, heißt das hier? Reivik, okay, ja, ich werde das nie lernen mit den, mit das OE, okay, das OEU ist, habe ich jetzt gelernt, habe ich Maja auch schon erklärt, okay, ich muss noch viel üben. Und wir haben uns hier wieder mit dem Jako verabredet und machen heute eine Tour bei so mäßigem Wetter, sagen wir mal, also bestimmt gleich noch besser. Ja, es ist so, wie es ist. Ne? Ist, wenn man ein Hobby draußen hat, dann kann es auch mal regnen. Es kann auch mal sein, wir haben die Regenjacken dabei, kann nichts passieren. Wir machen uns auf jetzt der Rotte entlang nach Rotterdam. Ja. Der Damm an der Rotte, Rotterdam. Der daher kommt Fluss, das ja. Die den Namen Rotterdam gegeben hat. Genau. Da geht es heute hin. Wir sind schon ganz gespannt. Maja war noch nie in Südholland hier. Guck mal, ich habe die gar nicht richtig im Bild. So, da ist sie. Ja. Und jetzt geht's los. Ja. Hier in Reivik. Schön. Reivik, Mann! Maja ist heute unterwegs mit ihrem E-Bike, mit dem Astute Voyager. Was ja manche in den Kommentaren, als wir es vorgestellt haben, auch gerne als China-Schrott bezeichnet haben. Da sind wir mal gespannt. Maja muss schon wieder lachen, wie weit wir mit dem China-Schrott hier heute kommen. Aber ich bin ja ganz optimistisch. Jako und ich sind ja Bio-Bike unterwegs. Und Maja muss uns dann den Windschatten machen hier heute. So. Wie man hier sieht, guck mal genau hin in der Mitte. Garage fürs Boot. Hier auch. Ist ja herrlich. Dass die Leute dann. Ja. Also die Menschen, die dann sozusagen nicht so reich sind, nur so mittelschwer reich. Ja. Weil sozialer Wohnungsbau ist es wahrscheinlich auch nicht, wenn man sein Boot hier draußen parken muss. Ja. Und die dann ein bisschen mehr verdienen, die haben dann ihre Garage unter der Wohnung fürs Boot. Was hältst du davon, Maja? Hättest du auch gern, ne? Ja. Ja. Papa soll sich ein Boot kaufen, ne? Bei der letzten Tour durch Südholland hier mit Jako haben ja viele kommentiert, sind das so tolle breite Radwege hier. Wie ihr jetzt aber auch gut sehen könnt, ist, dass hier halt auch mit die Straße ist. Also nicht nur der Radweg, es ist alles in einem. Wenn du so willst, ist es halt eine schmale Straße und kein breiter Radweg. Ich bin schon wieder ganz begeistert, hier heute Morgen mit dem Rad in Südholland unterwegs zu sein. Ah ja, da sieht man, dass wir praktisch Land unter sind. Minus 2,30 Meter steht das Wasser. Und manchmal steht die Nordsee 2-3 Meter oben. Ja. NAP. Also kann ich eindenken, wie die Tiefe hier ist. Es ist wieder herrlich hier heute Morgen, Jako als Fremdenführer. Der weiß einfach alles über die Gegend hier. Tippitoppi. So, wir sind jetzt nach Überquerung der Brücke auch in der Provinz Südholland angekommen. Das gerade war nämlich noch Nordholland. Das sieht alt aus, ja, auf jeden Fall. Sehr interessante Baumschule hier. Und diese Spiralen hier. Korkenzieher, sagt man ja auch. Boah, meine Bremse muss auch mal wieder bearbeitet werden. Ich glaube, die Form könnte man Korkenzieher nennen.
Boskoop. Ist ja wunderbar hier so ein Radweg durch das Naturschutzgebiet. Allerdings auch ganz schön windig. Windstärke 4, die uns entgegenbläst hier. Und das mit dem Biobike. Bisschen was für die Fitness tun hier heute Morgen. Und die Maya, die hat's gut hier mit ihrem China-Schrott. Ist eigentlich ganz gut mit zufrieden, oder? Ja. Wir werden auch noch mal, sie hat jetzt in die Kamera drehen. Ich glaube, das sind irgendwas zwischen 600 und 700 Kilometer, die wir jetzt gefahren bis damit. Und bei 1000 machen wir mal ein Review, glaube ich, ne? Wie das Ding sich bewährt, was meinst du? Können wir machen, ne? Das schaffen wir dieses Jahr ja noch. Wir fahren ja heute ja auch schon irgendwie was mit zwischen 80 und 100, wenn das werden, mit Rotterdam. Falls wir das schaffen hier, bei der Windstärke 4, ich bin schon so der Atem. Jetzt kommen wir ein bisschen Richtung Stadt hier, Richtung Windschutz in OESU, Murkapelle. Murkapelle, ja. Ja, ich habe was gelernt. Ja. Die Mür. Ein bisschen was. Murkapelle. In Deutschland würde man sagen Murk. Ja, genau. Guck mal, Maja, in echt sind Windmühlen gar nicht so groß. Ja. Das ist nur im Fernsehen so groß, eine Windmühle. In echt sind die so. Wie am Anfang vom Video schon erwähnt, hat die Stadt Rotterdam den Namen ja von dem Fluss der Rotte. Und da wurde halt ein Damm gebaut, und darum Rotterdam. Und wir nähern uns jetzt halt diesem Fluss und den fahren wir dann entlang nach Rotterdam. Wobei man sagen muss, dass das ja alles mittlerweile, Herr Jakob nennt das, das Wasser wird beherrscht. Das heißt, der ist gar nicht mehr so groß, der Fluss. Das ist ja alles abgestaut und wird genau so gespeist, wie man es heutzutage haben will. Das Quietschen im Hintergrund manchmal ist übrigens nicht meine Hüfte. So weit ist es noch nicht, das ist wirklich das Fahrrad. Ich fahre zu wenig Biobike, ich muss mich mal wieder um das gute Ding kümmern. Gerade wo Ersatzteile auch gar nicht zu bekommen sind. So, erster Gang. Einmal über die Rotte. Und dann jetzt irgendwie auf die andere Seite von der A12 kommen. Ich freue mich schon so ein bisschen auf den Rückweg. Nicht, weil ich keine Lust mehr habe, sondern auf den Rückenwind. Ich finde es immer wieder beeindruckend, auch wenn jetzt im Hintergrund die Autobahn zu hören, hat das doch was Beruhigendes mit den Mühlen hier. Und was sagst du zum Radfahren in den Niederlanden, in Südholland? Windstärke 4 gegen den Wind. Wir sind gar nicht so unfit. Eine Kleinbootschleuse hier. Und da wird das Wasser halt in den Kanal hier gepumpt, damit es dann irgendwann in die Nordsee hochgepumpt werden kann. Na, dieses Wasser wird jetzt runtergelassen. Das Polderpegel muss nicht zu niedrig werden. Das ist gefährlich, wenn das Polderpegel zu niedrig wird. Ja. Das ist auch schlecht für das Land. Aber man zu viel abpumpt. Das muss genau das richtige Pegel haben. Und wenn das Wasser verdampt, es gibt nicht viel Regen, dann lässt man Wasser rein. Ach so, das ist ein Wasser rein. Ah ja, okay. Wenn man zu viel rausmacht, dann gibt der Boden wahrscheinlich nach, ne? Ja. Die Bodenfestigkeit. Wieder senken. Ja. Ja, das will man ja auch nicht. Ja. Wissenschaft für sich. Ja, sicher. Wasser. Liebe Leute, vor uns die erste Gastronomie, die heute hier ins Bild kommt. Für sowas bin ich eigentlich immer empfänglich, ne? Ist gut, dass der Jakob dabei ist. Jetzt will ich ja schon gleich wieder schwach werden hier.
Jakob erzählt gerade, es kommt was, was wir in Holland überhaupt nicht erwarten würden. Und das stimmt. Es kommt nämlich ein Berg. Und da bin ich jetzt ehrlich ganz gespannt. Das gewusst hätte, hätte ich auch das E-Bike mitgenommen. Jetzt mal auf den Berg fahren. Jetzt geht hier richtig hoch. Zu steil. Das holländische Hochgebirge hier. Wer hätte das gedacht? Das seid ihr gewohnt, ne? Ein bisschen, ja. Jetzt 4% Steigung, das geht noch. Da bin ich ehrlich überrascht. Zum einen, da haben die jungen Leute mit den Baumstämmen vor uns. Nein, aber es geht hier richtig hoch. Und der Jakob sagt, oben ist eine schöne Aussicht. Kann man sich ja vorstellen, wenn sonst alles flach ist. Jo, aber erstmal müssen wir da vorne an dem Wikingerstamm vorbei. Ich glaube, die Leute machen aber auch eher so einen dicken, friedfertigen Eindruck auf uns. Ich glaube, die wollen uns nicht mit den Baumstämmen beschmeißen. Habe ich natürlich noch nie geglaubt. Ist ja klar. Da sieht man die ganzen Gewächshäuser, ne? Wo die Wasserbomben herkommen, die Wassertomaten hier. Habt ihr kein schlechtes Gewissen, dass ihr uns sowas verkauft? Ja, biologische Waffe. Waffen, ne? Ja. Gegen Deutschland. Mit Wasserbomben, sehr gut. Hier gibt es auch einen Strand mit Palmbäumen. Und ja, Party Beach. Party Beach, ja, okay. Ja, ja. Wir dachten gerade, wir finden noch hier auf dem Schild hier raus, wie hoch der Berg hier ist. Aber müssen wir wohl googeln. Ich blende euch das mal ein hier, dass ihr dann wisst, was wir gerade geleistet haben hier. Ne? Ja, ja, Maja nicht, die hat ja hier auf 5 geschaltet wahrscheinlich. Sagt immer, sie hat den Motor ausgehabt. Ne? So, wieder zurück zur Rotte auf den Deich. Und der Ort hier heißt anscheinend auch Rotte. Gemeinde Lansingerland. Also langweilig ist es hier an der Strecke auf jeden Fall nie. Es gibt immer was zu sehen, so wie jetzt die Ruderer hier, die Gegend hier sowieso. Tippitoppi. Ja Leute, ich dachte erst, der Jako will mich veräppeln hier und mir einen Bären aufbinden, dass es hier eine Skipiste an dem Berg auch noch gibt. Aber das stimmt wirklich, wenn ihr mal guckt. Das ist aber jetzt nicht mit Kunstschnee oder irgendwas, sondern wirklich eine reine Kunststoffpiste. Da oben haben wir ja gerade. Die haben sich hier echt ihre Sehnsucht nach den Bergen erfüllt, die Niederländer, und haben sich eine Skipiste gebaut. Klasse. Was sagst du dazu, Maja? Die bauen sich immer eben Hügel mit einer Skipiste, ne? Ja, ist cool. Auf jeden Fall. Ja, so sieht das aus. Ja, also diese Skianlage ist nur im Sommer geöffnet. Im Sommer lernt man dann das Skifahren, hat mir der Jako erklärt. Und im Winter fährt man dann ins Sauerland und kann das Erlernte dann dort ausprobieren. Gar nicht mal so schlecht, die Idee, finde ich. Wintersport im Sommer zu üben, hat man den ganzen Winter was davon. Ja. Die Linse putzen hier. Ich habe wieder mein Froschkostüm angezogen. Wir haben uns jetzt ein bisschen hier wetterfester eingepackt.
dass wir innen drin zumindest halbwegs trocken hier nach Rotterdam kommen. Ich finde das interessant, wie viele junge Leute hier Boot fahren, als Hobby so, ne? Ja. Wenn man so auf dem Wasser guckt. Guck, wenn man die Möglichkeit hat, ist das dann der Sport hier wahrscheinlich, ne? Hier dann die Wassersportschule. Also muss man sich so ein Bötchen auch nicht kaufen, ne? Kriegt man natürlich vom Verein. Ich habe auch manchmal Ideen. Guck mal, die sieht auch ganz neu aus. Die Mühle sieht auch ganz neu aus, noch ganz hell. Neues Rät dran. Erneuert. Ja. Aber auch hier wieder total interessant. Einfach nur zum Gucken hier. Hauptbahnhof Rotterdam. Wie krass das ja. Ja, liebe Leute, ich lässt ja gerne über meine Wahlheimat, über die ehemalige deutsche Fahrradhauptstadt Münster. Da gibt es ja auch ganz was Tolles für Fahrradfahrer, nämlich eine Fahrradtiefgarage am Bahnhof. Und die gibt es hier in Rotterdam auch, nur halt ein bisschen größer, glaube ich. Da werden auch die freien Plätze angezeigt und mit Rolltreppe runter. Münster muss ich immer selber runter und rauf fahren. Ja, das ist schon, da sieht man schon, dass das Fahrrad als Verkehrsmittel hier doch deutlich mehr im Vordergrund steht als bei uns. Ne? Straßenbahn ist ja auch klasse. Guck mal da. Ist ja auch hochmodern hier, die Straßenbahn. Klasse. Pauluskirche da, auch sehr interessanter Baustil für eine Kirche. Wäre jetzt erstmal gar nicht drauf gekommen, dass es sich da nicht um ein Geschäft handelt, sondern um eine Kirche. Die Innenstadt Rotterdam wurde 1940 durch Deutschland ja ausgebombt. Und das ist noch so eine Häuserreihe, die damals stehen geblieben ist und hier auch. Sonst ist die Innenstadt damals neu aufgebaut worden nach dem Krieg. Da hat man sich entschlossen, das auch nicht historisch zu machen, sondern modern. Das ist auch spannend, so alte Gebäude, neue Gebäude. Ja, sehr abwechslungsreich. Sehr abwechslungsreich, ja. Das ist ein Stück von Picasso hier. Hier ist Wiesbaden. Ah ja. Hier rechts, wir sehen, dass hier auch ein bisschen anschauen. Aber das ist hier umgebaut.
offenen Monuments in den Niederlanden. Das heißt, Gebäude sind auch offen, die sonst gar nicht offen sind. Aber wir haben bis jetzt noch keins gefunden, wo man rein kann. Sieht auch sehr interessant aus. Maja, guck mal hier links, siehst du das? Die Blumenvase. Boah. War jetzt auch nicht nett von mir hier, ne? Aber große Blumenvase, ja. Museum Bäume und Röninger, das hat hier viel neue Kunst. Das wird ganz renoviert. Ja. Ganz von innen und außen wird das ganz renoviert. Und man hat gesagt, wir müssen die Kunst herausholen. Und dann hat sie hier ein Depot gebaut. Und das in das Depot hat man alle Kunst so gelagert, dass man das alles anschauen kann als Besucher. Man kann über vier Monaten, wenn das hier fertig ist mit die Umbau hier, dann kann man rein in de achterrasse und daar drinnen kann man alle Kunst anschauen. Das könnte man da nicht, denn das war gelagert. Ja, das war so, okay, moderne Kunst war da gelagert. Dass man das auch anschauen kann. Und das ist von Spiegelglas. Ja, war schon interessant. Das sah aus wie eine große Blumenvase. Architekturmuseum. Also ein großes Gefäß, in dem die Kunst drin ist, sozusagen. So als. Ja. Kommen wir wieder. Ja. Also wenn das fertig ist, noch nach dem Winter dann, ja, ne? Ja. Im nächsten Jahr ist das dann fertig. Und dann kann man oben auf der Dachterrasse in dem Kunstgefäß, sage ich jetzt mal ein bisschen netter, nicht Blumenvase, Kaffee trinken da oben. Schön Wetter. Kommen wir wieder, ne? Ja, immer willkommen, ne? Ja. Vor uns seht ihr den höchsten Wohnturm der Niederlande. Wie hoch ist der? 210 Meter. 210 Meter hoch, ja, ist schon, ordentlich. Und Kontrast dann hier rechts. Was mir ja viel lieber gefällt, hier die alte Bebauung. Hier gibt es mal so ein ganz uneinheitliches Stadtbild, aber wenn man hier so durchradelt, hat das schon was, jetzt überall was zu gucken. Jetzt an die Maas und dann machen wir ein bisschen Mittagspause. Jetzt 43 Kilometer, gut 3 Stunden unterwegs. Ein schönes Tempo vorgelegt hier bei dem Gegenwind. Und bevor es gleich dann Rückenwind gibt, erstmal wieder ein bisschen stärken. Auch schon ein bisschen Hunger. Und ich denke, die Maja auch. Und der Jakob weiß ich auch nicht. Der schiebt ja auch so schnell sein Fahrrad. Und der ist definitiv einfach trainierter als wir. Erasmusbrücke. Ach so, der Fährhafen und in dem Haus, das war der Wartepunkt für die Fähren, weil es wo ja keine Brücken gab, ne? Musste man von hier aus dann rüberfahren. Das ist ja wohl der, so ein historischer Hafen, ne? Toll. Die alten Segelbooten. Kann man dann so eine Bootstour mieten hier oder buchen? Ja.
Die Hafenbarone haben hier gewohnt. Ah, ja, ja, okay. Ja. Ja, kann man sich vorstellen, ne? Dass die Hafenbarone gewohnt haben. Aber viel Geld brauchst du heute hier auch noch wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt Büro hier, glaube ich. Der Fährhafen von der anderen Seite. Eine richtig gute Aussicht über Rotterdam haben will, dann fährt man da hoch. Wahrscheinlich auch nicht so billig, denke ich mal. Ja, den Euromast. Vielleicht 10 Euro. Das wird ja noch gehen. Ja. Ne, die, kommt auch gerade die Gondel wieder runter, dass man eine tolle Aussicht bekommt über das verregnete Rotterdam. Ja. Das ist es ja. Und der Park hier heißt? Het Park. Het Park. Ja, der Park. Ah ja. Die Uniklinik Rotterdam hier. Ja, Erasmus NC, ja. Medical Center. Ist das Amphibienfahrzeug? Ist das Wasserbus? Guck mal hier, Amphibienfahrzeug, guckt euch das an. Das ist auch spannend. Partymeile. Mai, jetzt geht's auf die Partymeile. Ja. Aber jetzt ist kein Wetter dafür. Das ist kein Partywetter, schade. Wer weiß. Stiekapie im Regen. Man fährt immer hier, mit Regen, mit Schnee. So, nur Wasser. Kommen wir jetzt zur Markthalle. Und links dann auf dem Marktplatz, hier an der Markthalle. Und Samstag ist natürlich auch Markttag. In Duisburg bin ich auch schon mal durch so eine Rinne. Man musste nicht mal so eine Rinne das Fahrrad schieben, aber hier passt das wenigstens. Ich war ja 2019 schon mal auf meiner Radtour durch die Niederlande hier an der Markthalle. Und damals habe ich ja nicht so weit reingetraut, weil ich Angst hatte, dass mein Fahrrad mir geklaut wird. Das habe ich nur vor der Tür stehen gehabt, aber der Jako passt jetzt auf. Von daher haben wir gar kein Problem, dass wir das Ganze hier mal angucken können. Ne? Das sind halt Wohnungen. Hinter den Fenstern wohnen halt Leute. Ach, ich hätte gedacht, da gibt es das Maskenpflicht, aber. Die Maya hat was ganz Tolles gefunden.
was ich immer schon mal machen wollte, ne? Nämlich auf ein Maya-Karussell zu fahren. Die Maya und die Maya, aber sieht eher aus wie der Willi, ne? Ich glaube, das Kind möchte fahren, Maya. Ja, wirklich sehr interessant jetzt in der Markthalle. Wir wollen uns auch lecker was zu essen kaufen bei, wie heißen die, Dunkin' Donuts oder so, ne? Dunkin' Donuts. Und haben wir auch alles schön ausgewählt am Terminal. Und dann ist zahlungsweise durfte man anwählen, war nur Karte auszuwählen. Und die habe ich in der Jeanshose noch. Wir waren im Baumarkt gestern. Aber das ist eine andere Geschichte. Also ich habe nur Cash dabei und Cash will hier nicht jeder haben. Pech gehabt. Da gibt es nur asiatischen Pfirsichtee aus dem Asia-Shop. Hauptsache Zucker. Aber architektonisch auf jeden Fall hier sehr reizvoll. Markthalle. Innenstadt hier. Und Jakob ist auch noch da. Nutzt seine Brille. So, pfiffigerweise habe ich die Kamera hatte in der rechten Jackentasche gehabt, in meiner Regenjacke. Und wer meine Videos regelmäßig guckt, der weiß, ich habe die Regenjacke neulich neu imprägniert. Bibliothek, ja genau. Ah, die Bibliothek von Rotterdam, ja. Jedenfalls überall da, wo Reflexstreifen auf der Jacke sind, ist das Imprägnierzeug nicht angenommen worden. Und das krümelt jetzt praktisch von innen aus den Taschen, weil ich das in der Waschmaschine gemacht habe. Überall hin. Und wir haben schon Glitzerhände, wenn ihr das Glitzer im Bild seht, das kommt davon. Ach, die Kubikhäuser, ja. Ist auch sehr interessante Architektur. Aber kann man kein Bild aufhängen, oder? Nein, nein. Maja, wenn du da wohnst, wie stellst du da die Möbel? Alle Wände sind schräg. Alles schräg, ganz toll. So, das war jetzt die Sightseeing-Tour hier in Rotterdam. Und jetzt geht's auf direkter Linie zurück Richtung Gouda. Kilometer. Ja, guck mal. Wir haben jetzt knapp 50 Kilometer sind wir jetzt gefahren. 17 Kilometer sind es bis Gouda. Müssen wir mal eben gucken. Komm mal her, Maya, bitte. Müssen noch mal gucken hier, was der sogenannte China-Schrott. Meine Abonnenten sind bestimmt hier interessiert, meine Zuschauer. Der China-Schrott hat noch zwei Balken. Also der Akku ist halb voll nach 50 Kilometern. Scheint doch was zu taugen, ne? In den Begriff jetzt verliebt. Hat mir einer in seinen Kommentaren halt so in den Mund gelegt. Ja, 17 Kilometer, das ist ja gar nicht so weit von dir von zu Hause, dann hier mal eben hinzufahren, ne? Ja. So einen Ausflug zu machen. Ja, das ist ja immer recht weg, das ist nicht so weit. Ja. 30 Kilometer mit dem Auto. Ja. Dann bin ich hier. Aber auch danach. Ja, genau, wollte gerade sagen, aber auch die anderen Großstädte. Ihr wohnt ja schon sehr zentral, ne? Ja, das ist das Schöne. Ja, auf jeden Fall. Beneidenswert. Die Fahrradtour ist sehr zentral. Kann man alle Richtungen auf. Ja. Auch wieder spannend, das Häuschen. Ja, telefonieren und Roller fahren und hupen und überholen, das ist schwierig. Ja, junge Leute, so sind sie. So waren wir natürlich nie. Ich habe nie mit dem Handy telefoniert, als ich jung war. Es gab ja noch keins. Da gab es noch nicht so viele Autos. Ja.
wirklich schöner Oldtimer-Bus hier. Der Europa-Express. Cool. Sagte ich gerade, die Kühe stehen da vorne auf einer Insel. Nee, aber sie kommen da auch wieder weg. Bisschen, ja. Aber immer wieder so kleine Anwesen hier. Das Tell ist, glaube ich, auch gefallen, Maja, ne? Aber da bräuchten wir, glaube ich, also ich bräuchte erstmal einen anderen Job, glaube ich. Man müsste was erfinden oder Lotto gewinnen. Als Angestellter im Krankenhaus wird halt wohl nichts. Aber eine schöne Mühle steht da oben. Ja, auf dem Deich. Ja. Auf dem Eiseldeich für den Hollandse Eisel. Ja, wir kriegen was zu sehen hier heute. Kriegen wir richtig was geboten. Hier hat der Jakob gut vorbereitet, mit dem Bus zu bestellen, das Amphibienfahrzeug vorhin, die alte Straßenbahn Rotterdam. Das hat er sich echt Mühe gegeben. Und jetzt sind wir hier. Hier ist die Mühle. Ja, ach ja, die haben wir gesehen, ja. Und dann fahren wir nach Moordrecht. Moordrecht, ja. Und dann können wir hier hinter lang, entlang hier so fahren. Was heißt Mord auf Deutschland? Ja, Mord wird ja Mord, auch Mord. Ja, Moordrecht. Aber okay. Ja, wie wir sagen. Aber Drecht, het is Moor, das ist, heißt, Moor ist ja, eine Moor, eine Sumpfe. Ach so, Moor, alles klar, ja. Drecht ist trocken liegen. Ah ja, okay. Aber man kann auch lesen, Moordrecht. Ja, genau, Moordrecht. Dachte ich gerade, das ja. Recht zu haben, jemanden ja. zu töten. Ja, ja. Moordrecht, nein, das Moor ist gemeint. Ja. Kann ich also jedem nur empfehlen und ich habe das im nach der letzten Tour mit Jaco ja schon mal gesagt. Der Jaco ist gerne bereit, wer Lust hat, mit ihm eine Tour zu fahren in den Niederlanden hier, im richtigen Holland, in Südholland. Einfach melden. Ich schreibe die E-Mail-Adresse von Jaco wieder unter das Video. Und dann macht ihr euch hier den Fremdenführer. Hier ist halt so ein großes Pumpwerk, was die Polder hier trocken hält, weil das hier am tiefsten Punkt linksseitig von uns hier ist minus 6,5 Meter unter dem Meeresspiegel. Hier hat so eine riesen Pumpanlage. Tippitoppi idyllisch hier. Ja. Es hat wahrscheinlich auch schon bessere Tage gesehen, das Boot. Moordrecht, das trockengelegte Moor. Nicht das Recht zu töten. Nein. Nein, habe ich jetzt auch gelernt. Nicht Mordrecht, sondern Moordrecht. Und Recht ist trockengelegt. Der feine Unterschied ja. in der Sprache dann, ja. Da gibt es auch Fahrradstraßen, Pizzestraat, Autos zu Gast. Los hier.
dann das Marktgebäude oder Stadthaus, genau. Die Marktwaage von 1668 und da hinten die Kirche, das längste Kirchenschiff der Niederlande. Wir steigen um von Radtouren auf Bootstouren. Das ist entspannter. Muss man selber bedienen, die Brücke, wenn man hier im Boot durch will. Muss mal einer aussteigen, die Brücke hochmachen. Ja, dann wieder runter machen. Er macht jetzt die Brücke. Muss er wieder hinterher, ne? Das Boot. Cool, ne? Ja, liebe Leute, 80 Kilometer sind wir jetzt geradelt. Ja. Jetzt sind es gerade genau 80 Kilometer sind es jetzt, Maja. Was sagst du dazu? Was sagt denn dein Fahrrad? Was sagt denn der Akku? Hat noch einen Balken, ne? Zwei. Zwei Balken hat er noch. Dann kommen wir ja auch wahrscheinlich 100 Kilometer damit, oder? Solange ich Biobike fahre und dann wir praktisch nicht in so einem hohen Unterstützungsgrad fahren, ne? Oder du? Geht's denn noch? Ja. Gut. Ja, klar. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Warte, ich mache eben die Kamera aus, dann sage ich dir die Wahrheit. Und am anderen Ufer, das rechte Gebäude, nicht das weiße da vorne, ist der Biergarten. Ja, und ich darf mit dem Jakob heute auch ein Bierchen hier trinken, denn die Maja fährt zurück. Ist doch schön, wenn die Kinder so alt sind, dass sie Auto fahren dürfen, Führerschein haben. Da freut der Papa sich. Ja, liebe Leute, das war's schon wieder jetzt hier. Gut 80 Kilometer hat der Jakob uns hier heute durch Südholland geführt, Rotterdam, der Rotte entlang. Ja. Und wir hatten Glück mit dem Wetter, das war gar nicht so gut gemeldet über die Woche bis heute. Wir wussten gar nicht, ob die Tour überhaupt stattfinden kann. Mhm. Ein bisschen Regen, auch ein bisschen heftiger Regen in Rotterdam, da konnten wir uns ja unterstellen. Die Markthalle. Markthalle angesehen. Ja. Wir haben sehr viele Eindrücke gesammelt. Ich glaube, Maja, die das erste Mal hier war, war schon was Besonderes, oder? Ja, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Kommst du mal wieder mit Papa hier? Machen wir nochmal eine Tour hier? Ja, ne? Auf jeden Fall.
Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir freuen uns, wenn es euch auch gefallen hat, uns zu begleiten hier heute auf der Tour. Wenn ja, lasst uns ruhig einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Und wer will, darf sich aber Jakob melden. Ja. Was, haben sich nach der letzten Tour welche noch gemeldet? Nicht, noch nicht? Gibt es auch gar nicht. Ja. Also wer Lust hat, ne, seid nicht zurückhaltend. Ja. Die Strecke stelle ich ein bei Komoot, könnt ihr euch angucken. Ja. Und der Jakob freut sich, wenn er Deutsch sprechen darf. Ja. Und eine Tour Deutsch lernen kann. Deutsch lernen kann. Ja. Und wir auch ein bisschen niederländisch. Ne? Ich habe ja wieder ein bisschen Reiseführer sein kann, das ist auch schön. Bisschen, so. Genau, bisschen mehr gelernt habe ich jetzt ja auch wieder. Ich weiß, das Mordrecht jetzt nicht das Recht ist zu morden, sondern trockengelegtes Moor. Stimmt, wieder ein bisschen mehr niederländisch gelernt. Und ja, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ja. Die Maya, der Jako und das Bobo. Tschüss. This old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone.